Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, hoffentlich wundertoll grandiosen Folge Satisfactory. Stardew Valley auf meinem Kanal, der Mikintosh. Und wir befinden uns auf dem Internetshof. Und jetzt gucke ich mir den Wetterbericht für morgen an. Okay, nichts Besonderes. Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Es ist Brombeerenzeit. Die Büsche des ganzen Landes strotzen nur so vor reifen Früchten. Geh einfach nach draußen und sieh selbst. Ah. Gut, ich habe mir überlegt, du sollst das nehmen. Ich habe mir überlegt, ich mache heute mal was Verrücktes. Und zwar möchte ich mich gern darum kümmern, mein Haus abzugraden. Nein. 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 Na, Mann. So. Gut. Gib mir ja Gilbert. Eine Kuh ist noch da unten drin. Ah! Oh! So. Lass mich mal reinhuhn. Gut, Tiere, check. Gewächshaus. Oh. Oh. Erntezeit. Da hinten sehe ich noch Tomatos. Und nicht zu vergessen. Sowas. Ich habe einmal Melonensaat. Oh, wow. Na komm, dann werden wir mal noch ein bisschen Saat nachproduzieren. Denn ich brauche sie. Na? Geil. Die uralte Saat hämmer ich jetzt erstmal hier rein. Achso, warte. Und ich habe ja noch Früchte. Nein, ich möchte das. So. Bam. Achso, warte. Und die Melone? J. Hallo, Katze. Da hast du Wasser.
Gut. So, was ist denn hier mit dem Senfkohl? Der ist noch nicht so weit. Alles klar. Ich habe kein Gelee, das ich gerade produziere. Das ist schlecht. Komm, dann mache ich Blaubeerengelee. Okay. So, jetzt gehe ich mal gucken. Zu Robin werde ich jetzt gehen. Dass hier überall Brombeeren zu ernten sind, muss ich mir mal versuchen zu merken. Wenn ich mich daran jetzt festhalte, werde ich nie fertig. Ich möchte jetzt rausfinden, also ich weiß, ich brauche Hartholz, das weiß ich ja, und eine bestimmte Menge Geld. 50.000 oder so. Und wenn ich jetzt, ich kann Hartholz ja auch kaufen. Und da wäre es vielleicht auch mal interessant, was es kostet und all das, weil dann könnte ich das vielleicht auch einfach ein bisschen beschleunigen. Und wenn mir noch Geld fehlt, ich meine, ich habe so viel Zeug gesammelt. Also 50.000 G und 150 Stücke Hartholz. Ich kann gar kein Hartholz kaufen. Okay. Okay. Geil. Okay, also Hartholz. Jetzt ist die Frage. Wo zur Hölle? Was machst du denn da, Linus? Ich habe die Höhlen weit erkundet. Sie hüten ein paar Geheimnisse. Ja, und du ohne Waffe oder was? Pass nur auf, wenn du sie betrittst. Ist er so ein Superkämpfer oder... Oder ist er einfach nur gut im Weglaufen und Verstecken? Ah. Also ich glaube, hier gibt es kein Hartholz. Hier gäbe es nur Brombeeren, wenn ich mich da hinschneiden würde. Okay, das ist nicht hilfreich gewesen. Jetzt frage ich mich gerade, dieser Baum hier... Okay, kann man nicht fällen. Hätte jetzt gedacht, ist vielleicht so ein Hartholzbaum. Ich werde wieder so viele Brombeeren haben, da kann ich wieder tonnenweise Wein und so machen. Machen. So, ich glaube, auf meinem Hof gibt es kein Hartholz mehr. Ich glaube, das habe ich alles zerlegt. Ja, sieht so aus. Aber ich weiß, wo es, glaube ich, noch welches gibt. Ne. Krass. Ich muss ein paar Büsche ignorieren. Ich muss, sonst schaffe ich das zeitlich nicht. Aber ich meine, wenn es auf dem Weg liegt. Ja, dann nicht.